Haben wir einen persönlichen Kleinanzeiger zu Hause? Yes! Yes! Hallo, liebe Bücherwurmer! Hallo! Wir haben heute wieder die Get Digital Box auszupacken. Und Jenny, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, mittlerweile sollte ich es können, oder? Ihr könnt die Get Digital Loot Box in 3 verschiedenen Varianten bestellen. Einmal einmalig, einmal alle 3 Monate oder sogar für ein ganzes Jahr. Wow, krass, Jenny. Oh mein Gott. Weißt du noch, was das Upgrade ist, was hier drin ist? Die Teenage Mutant mit Ninja Turtles. Da bin ich auch super gespannt drauf, was da hier drin sein soll, weil ich wusste gar nicht, dass es von denen so viel Merch gibt. Ich wusste gar nicht, dass die gerade so ein Ding sind, dass er so ein Upgrade macht. Falls er jetzt direkt denkt, boah geil, das klingt jetzt schon so mega, dass ich meine eigene Box haben will. Wow, Werbung auf Müssen gerade heute. Bestell eure eigene Box darunter get.digital/liberiarium. Du darfst jetzt mal halten, denn heute kommt endlich mal wieder Ed Sheeran zum Einsatz. Achtung. Leben am Limit. Ja. Ich glaube, das Tisch liegt direkt schon oben drauf. Wow. Voll crazy. Normalerweise spielen wir erst mit einer halben Stunde. Rüdingers Flocken! Oh mein Gott! Definitely not dead! Mega witzig. Das ist echt witzig. Das ist ein cooles T-Shirt. Also für alle, die jetzt denken, hey, ich verstehe die Anspielung nicht. Das ist aus Captain Marvel und der Flocken ist eigentlich eine Katze. Man hier noch ziehen kann. Aber eigentlich auch nicht. Also echt kompliziert heute irgendwie. Lass sie direkt mal hier weiter wühlen. Stormtrooper. Star Wars. See no evil Figuren. Wie die Affen. Ah, okay. Frage ist, ist da eine Figur oder ja, es sind eine Figur. Es ist echt? Ist der Facepalm. Ha. Sehr gut, dass wir ausgerechnet den Facepalm haben. Ja, ich finde es auch sehr passend. Passt ja. Aber sieht richtig cool ich aus. Echt voll schwer. Ja, ich finde den auch besser, den Facepalm, als wenn du einen hast, der ja, da so sitzt, ne? Oder so sitzt. Also das finde ich auch schon echt cool. Ich finde den süß. Let's grab something. Eine Figur? Ja, also, Marvel. Thor. Ragnarok. Ah. Was ist Thor? Hilfe. Okay, ich gehe dann mal heute lieber. Pack du lieber aus. Okay. Das ist sogar eine Funko-Figur. Ah, cool. Das ist ein Mini-Mystery. Ja. Ah. Nein, der Endgegner. Ah, geil. Yeah, der Grandmaster. Richtig. Hat Taika den nicht gespielt? Ja, hat mir letztens. Ist es nicht Taika Waititi? Ja, ich meine nämlich auch, es wäre Taika Waititi. Haben wir einen persönlichen ja. Taika zu Hause? Yes. Yes. Also dafür, dass es ein Mini sein soll, finde ich den schon ziemlich groß. Also ich hätte jetzt gedacht, der ist vielleicht so groß. Aber ja, ich finde es gut. Umso größer, desto besser. Ah, das ist ein Upgrade gezogen. Also eigentlich war mir klar, dass es eine Figur sein wird, to be honest. Raphael haben wir. Oh mein Gott. Nein, Jenny, weißt du, was das ist? Das ist wieder diese Packung, die wir nicht aufkriegen. Oh nein. Weil man da systematisch denken muss und wir einfach. Aber du hast jetzt dran gedacht. Aber genau. Dieses Mal wissen wir es sofort. Alle guten Dinge sind 3. Die Packung beim dritten Mal. Richtig. Beim dritten Mal denken wir sofort daran und verzweifeln nicht. Aber die Kindersicherung des Todes ist wieder da. Ne, sag ich ja, die Kindersicherung des Todes. Keine Turtles wurden bei diesem Dreh verletzt. Ja, ich habe Angst, dass ich die Finger kapiert ziehe, die nicht immer noch fest. Ja. Oh nein, der hängt immer noch fest. Ja. Eine schwere Figur von Raphael. Ja, kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Nee. Ja, 3 Figuren bisher, ne? Vielleicht kommt gleich noch eine Figur. Noch eine Figur. Weiß ich nie. Ja, du bist dran. To be honest, ja. Yes. Vielleicht sind da alle drin. Noch eine Figur. Ja, und jetzt haben wir Leonardo. Fast schon wieder gefailt. Bitte drum, Maestro. So funktioniert eine gute Diebstahlsicherung. Wie anstrengend. Stresslevel 3000, ey, bei diesen Teilen. Komm jetzt. Bei der anderen Seite muss ja, auch noch. Ja, ich weiß. Und die nächste Figur. Eine Mütze. Thinking, please wait. Ist toll. Ich versuche nicht reinzusehen, aber was ist das? Das klingt wie die Tüte wo. Ja, aber das wollte ich nicht raus. Eine Schürze. Eine Schürze. Oh. Die ist ja niedlich. Perfekt für die Küche. Müssen wir jetzt direkt mal anziehen. Hauptstar in diesem Video. Ed Sheeran! Oh Gott, ey, was für ein Drama heute. Es ist kompliziert heute. Tada! Yay. Die ist voll schön. Die ist echt voll schön. Passt. Schürzen sitzen immer so weit unten, ne? Ja, was total doof ist, weil eigentlich brauchst du die hier oben. Ich brauch die auch so.
Muss man Knoten reinmachen. Ja. Oh, guck mal, ein Sticker. Bitte keine Werbung anwenden. Der Sticker ist ja geil. Hier wird ein limitiertes Premium-Schachset von Star Wars. Kann man frei rummeln. Müssen wir gleich mal frei rummeln. Ist noch was drin? Ja, noch was zu snacken. Den Sticker finde ich echt mega. Bitte keine Werbung. Und ein Button. Ein Button. Oh, der Purpur-Tentakel. Jetzt haben wir eigentlich alles vom Purpur-Tentakel. Eine Decke, ja. So eine Figur, eine Plüschfigur und ein Button. Bin ein bisschen irritiert, weil da Uso draufsteht. Uso? Meinst du, das sind Schnapspralinen? Ich hoffe nicht. Ich mag kein Uso. Let's try it. Ich glaube, das sind so Eisbonbons. Ich glaube auch, aber die mag ich auch nicht. Oh, Lakritze. Mag ich auch nicht. Ich auch nicht. Lakritze. Schmeckt irgendwie nach gar nichts. Das schmeckt nach Lakritz. Jetzt schmeckt nach Lakritz, aber ich finde es nicht schlimm nach Lakritz. Ah, wenn man Lakritz nicht mag, dann mag man das auch. Oh, ja. Ja, das sag jetzt ich kam's. Ist leider auch überhaupt muss, nicht meins. Muss nicht sein. Bin auch wirklich kein Lakritz-Fan. Nee, muss echt nicht. Ein bisschen ist noch was hier drin. Der tollpatschigste. Was ist denn heute los? Ich glaube, das ist ein Schneidebrett von Herr der Ringe. Oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich raste aus! Anni, es ist gar kein Schneidebrett, das kannst du dir an die Tür hängen! Noch, oh mein Gott, noch besser! Mega! No admittance, except on party business! Geil! Ich find's super geil! Nice! Richtig cool! Riecht auch so krass! Ja, da merkt man, dass es wirklich Holz ist, ne? Ja. Justice League! Mighty Minis! Das ist definitiv Superman! Achso, du hast deinen Oma gefunden. Und seine Arme. Ich finde das ein bisschen lässig, dass du den noch aufbauen musst. Ja, komm, das sind 5 Teile. Also, musst du. Also, ich hätte am liebsten Wonder Woman gehabt, aber nun gut. Man hätte tatsächlich gar nicht so viele haben können. Naja, halt die Justice League, ne? Jetzt musst du gucken, wie rum die Arme kommen. Das ist schwierig. Was hat der für Arme? Wunderschön. Wunderschön. Vor allem diese Pose. Ich habe es sehr schön in Szene gesetzt. Rubbel doch mal, ob wir was gewonnen haben. Ja, ich rubbel den jetzt mit Supermans Fuß. Na, funktioniert nicht. Dunkle Seite hat dir Pech gebracht. Oh. Danke, dunkle Seite. Danke für nichts. Danke, Kylo Ren. Echt. Ja, in der Get Digital Lootbox ist auch noch ein Zettel für das Osterrätsel 2020. Das gibt's ab dem 9.4. und man kann damit sein Wissen im superschweren Nerd-Quiz quasi testen. Es gibt 50 Fragen zu verschiedenen Nerd-Themen und es werden natürlich nerdige Preise verlost, weil was, auch sonst. Was auch sonst. Wenn ihr euch schon mal ein bisschen informieren wollt, was es da so für Fragen gibt, dann könnt ihr auf getdigital.de/community/raetzel.html mal die Fragen anschauen, die es in den letzten Jahren gab. Und man hat hier auch noch so einen Code drauf, den ich euch jetzt natürlich nicht zeigen werde. Und mit diesem kann man während des Rätsels schneller vorankommen. Man kriegt nämlich dazu sozusagen einen Joker, sodass man eine Frage zurückstellen kann. Mhm. Ich bin halt mal gespannt, wie super schwer die Fragen sind. Ja. Wenn es so ist wie bei den Wichteln, die waren ja teilweise... Das ging, ne? Ja. Teilweise waren die super einfach und teilweise waren die super schwer. Schauen wir doch jetzt mal hier in unser Heftchen rein. Das ist total süß, weil unter anderem Ray, Captain Marvel und Thor und ein Einhorn vor einem kleinen Hobbitloch stehen. Was hätte es noch gegeben? Oh mein Gott! Ich bin auch gerade ein bisschen ausgerastet. Es hätte auch einfach Pork-Handschuhe geben können. Und ich glaube... Die, da werden wir eskaliert. Da werden wir eskaliert. Ja. Ah ja, die Uso-Bonbons aus Griechenland. Leckere Bonbons mit dem Geschmack des griechischen Nationalgetränks. Kein Alkohol enthalten. Nächste Upgrade ist zu Rick and Morty. Da können wir wieder dem Canvas überlassen. Wir sind ja nicht so die Rick and Morty Fans. Man kriegt 1 bis 2 zusätzliche Artikel zum Upgrade. Die haben einen Wert über 24 Euro. Man zahlt aber nur 11,95, wenn man ja immer nur die Hälfte dazu bezahlt. Und wenn ihr jetzt euer Upgrade sichern wollt, dann könnt ihr das unter get.digital/upgrade tun. Jenny, was findest du am besten? Ich glaube die Schürze. Das Brettchen. Ja. Schürze und Brettchen fand ich auch ganz cool. Ja. Ich muss sagen, dass ich die 2 Items richtig cool fand und den Stormtrooper. Den Rest eher so... Den Sticker fand ich auch noch ganz cool und... Das Shirt war auch sehr cool. Stimmt, das Shirt. Eigentlich... Shirt. Ja, also eigentlich kann ich, glaube ich, nur mit der Mütze nicht so wirklich was anfangen, weil ich sowas nicht trage. Und Superman und Ninja Turtles halt auch eher so nicht so meins. Aber, hallo. Das Schild. Das Schild ist gleich das Brettchen. Ich darf,
muss aufhören, Brettchen dazu zu sagen. Es ist kein Brettchen. Das war's heute auch von uns. Wenn ihr jetzt Bock habt, eure eigene Lootbox zu bestellen, dann könnt ihr das unter get.digital/liberiarium tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, oder? Ja, würde ich auch sagen. Tschüss. Tschüss. I don't know what I'm doing. Was ist heute los? Fast schon wieder gefailed. Wenn wir noch 2 Stück davon drin haben, dann packen wir die nicht vor der Kamera. Das Video besteht dann nur daraus, wie wir versuchen, was aufzubauen. Meine Herren. Das riecht noch so neu. Ja. Oh.